Moin, ihr Vögel. Der Papa ist in Bentheim. Ich gehe heute ein bisschen shoppen und ich bin, wo bin ich? Moment, ich muss mal kurz gucken, ob es irgendwo ein Schild gibt. Ja, ah, da oben. Bei Twinbush. Ne? So, und übrigens, hier, schöne Stadt, Bentheim. Hallo Horst, Kunde von mir. Ich komme das nächste Mal auf den Kaffee vorbei, schimpft nicht mit mir, dass ich in der Nähe bin. So, wir gehen jetzt erstmal rein. Ich brauche nämlich was. Nehme ich euch live mit. Das ist also auch nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Ich gehe hier wirklich einkaufen. Und zwar bin ich ein Dödel, ne? Ich habe in meine kleine Rahmenpresse, von der ich letztens ein Video gemacht habe, ich wollte mal gucken, wie weit es geht, und habe in die 6-Tonnen-Presse einen 20-Tonnen-Zylinder reingemacht. Nennen wir es mal vorsichtig so, das hat die Presse nicht überlebt. Aber ich habe bei Insta eine Story gepostet von dem Ding. Ja, ist unten komplett weggebrochen. Jetzt brauche ich aber für meine Anhängerpumpen wieder schnell eine Rahmenpresse und habe gesagt, Mensch, Bensheim ist gleich um die Ecke. Hier die Jungs und Mädels von Twinbush, total geiler Laden. Ne? Seht ihr auch hier mit dem Rennwagen, Buchtmaschinen, Hebebühnen und das ganze Zeug. Besorge ich mir schnell eine neue Rahmenpresse. Und das Objekt der Begierde steht schon hier. Ich drehe mal die Kamera um. Eine 20-Tonnen Rahmenpresse mit einer separaten Handpumpe. Jetzt werden natürlich alle Leute schreien, ja, die gibt es auch mit elektrisch und Druckluftanschluss. Nee, das brauche ich alles nicht. Hier drüben steht eine große 45-Tonnen Presse, die hat die Druckluftpumpe dran. Das brauche ich nicht, die kann ich eh nicht benutzen. Ich benutze die immer abends und das ist bei mir im Keller und da schlafen die Kinder. Deswegen ganz normale Handpumpe, das ist für mich, für meine Bedürfnisse völlig ausreichend. Mit einem großen Zylinder, mit einem Manometer dran, auch mit den großen Backen und so weiter. Das ist natürlich vom Material her schon ein bisschen massiver als die kleine 6-Tonnen-Presse, die ich da vorhin hatte. Und alles schön kompakt aufgebaut. Die werde ich dann aber wahrscheinlich in meine Metallwerkstatt stellen müssen, weil die bei mir im Keller einfach keinen Platz hat. Aber ich habe hier schon alles abgewickelt mit dem Kauf und werde mir die jetzt im Lager einladen lassen. Und dann bringe ich die nach Hause und baue die mal zusammen und zeige euch, wie dieses hochkomplexe Gerät funktioniert. So, da steht sie nun. Ich hatte das Glück, dass mein Schubladenschrank genau da drunter passt. Meine Abkantvorrichtung ist drin. Ich habe jetzt hier einen Platz gefunden. Das passt genau zwischen Bandsäge und Bohrmaschine. Und ich muss nicht in den Keller oder in die Garage rausrennen, um irgendwas abzukanten, wenn ich hier unten am Machen bin. Da ich das Ding dann jetzt doch tatsächlich recht oft brauche. Wie sie sich schlagen wird, werde ich euch zeigen. Aber ich bin jetzt froh, dass der Kollege hier mal eingezogen ist und auch so gut passt. Würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann.